Okay, Boys, ich müsste kurz aufs Klo und dann geh direkt rein ins nächste Meme-Web-Video. Wer ist das, die Jungs? Ich glaube, das ist doch die Freundin von diese Feministen-Dingsbums, die diese dumme Aussage bei TikTok gemacht hat. Und wer ist das? Nona. Ilse. So, bester Anmachspruch. Niemand Ausländer im Bus. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Ich habe aber dich gefragt. Ja, okay, ich habe ein Problem. Und jetzt? Was willst du machen? Ja, okay, komm, wir gehen raus. Wir klären das. Komm. Chalas, komm. Chalas. Was? Wie, was, Junge? Was machst du so Welle? Wie, was? Ey, Junge, riecht mir nicht auf. Willst du dich hauen? Hä, voll gut. Der macht das voll gut, Digga. Genauso. Willst du dich hauen? Willst du aber? Ich hab dich gefragt. Willst du dich hauen? Egal. Wenn du willst, wir hauen uns jetzt. Ach, Alter. Kommt zu uns auf den Discord. Über 2000 Mitglieder. So täglich neue Memes. Ein verdammt aktiver Chat. Link in der Beschreibung. Hey, Sada. Für Maschinenbau. Braucht man 7 Semester, aber deine Mutter hat es in 9 Monaten geschafft. Hi. Hallo. Ich brauche 9 Monate für 7 Semester beim Maschinenbau deiner Mutter. Was? Da haben mir so unterstellt, ja, jetzt kommt so ein Video, ich habe Corona und so. Aber ich wollte dann das ein bisschen taktischer angehen, bis zum Dezember warten. Und dann mit so einem Krebsvideo. Die Kultur heißt auch, dass man offen ist für die Bräuche und die Kultur anderer Länder. Wie heißt zum Beispiel das, was alle nach dem Essen in einem griechischen Restaurant umsonst bekommen? Durchfall. Stell dir vor, ich werde der neue James Bond. Zitter nicht. Stell dir vor, James Bond würde von einer Frau gespielt werden. Was? Geile Autos, viele Explosionen. Was? Riesenunfälle und Tote. Nein. Und das alles schon beim Einparken? Nein. Wenn du es nicht mehr aushältst. What the fuck? Was machst du? Nichts, ich wollte nur kurz das Kissen wieder aufs Sofa legen. Hä? Ach so! What the fuck? Ach so! Nichts, ich wollte nur. Ach so, er dachte, der Kopf wäre hier gewesen. Ah, okay. Kurz das Kissen wieder aufs Sofa. Er dachte, der Kopf wäre hier gewesen. Okay, got it. Das hier, wo bin ich? Ich bin in GTA. Das ist einfach die Straße von GTA. Und es fühlt sich auch so. Hinter mir seht ihr tausende von Autos. Und wir warten einfach mal. Okay, jetzt kommt langsam ein Hupen. Also eine leichte Reizung. Ja, unangenehm. Er kommt näher. Aber jetzt geht das Hupen extrem los. Langsam haben wir Kurzschluss in der Leitung. Da oben kommt schon jemand raus. Die wechseln die Spuren. Also muss sagen, ein bisschen unangenehm. Und unnötig, aber ich muss auch sagen, ich finde ihn generell jetzt seit neuestem unsympathisch, weil ich auf TikTok gesehen habe, wie er mit It's Becky einen Livestream hatte. Und das war total unangenehm, Alter. Irgendwie haben die eine Wette gemacht. Also auf TikTok ist ja so, der Streamer geht online, dann lädt der irgendeinen ein und die machen einen Battle. Und beim Battle geht es darum, wer verdient mehr Geld. Also es ist übersetzt, sind diese Battles einfach nur, welche Community gibt mehr Geld aus. Und die mehr Geld ausgibt, der gewinnt dann. Das war's. Und die haben irgendwie so ein Battle gemacht und die haben gewettet, der Verlierer muss irgendwie irgendwas abrasieren. Da haben die das zweimal gemacht. Becky hat zweimal gewonnen und dann ist er voll sauer geworden. Hat gesagt, pass auf, ich rasiere mir jetzt meinen Bart ab, aber ich will, dass wir das nochmal machen. Also ich will, dass wir nochmal eine dritte Runde machen. Die werde ich safe gewinnen. Und wenn ich die dritte Runde gewinne, also wir wetten dann um das, um all in, also alles oder nichts. Es ging irgendwie um einmal im Stream duschen und dabei den Bart rasieren. Und er hat gesagt, pass auf, ich rasiere mir jetzt den Bart ab und in der dritten Runde will ich dann alles oder nichts. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wenn er sich bereits den Bart abrasiert, wie können die eine dritte Runde machen, wo es dann darum geht, wer den Bart abrasiert? Weil er hat ja schon den Bart abrasiert und wenn er dann verliert, was macht er dann? Und dann ist er mega sauer geworden. Also, hier, warte mal. War immer so. Ob ich jetzt mit Russ Berlin gemacht habe vom Bart, Momo, danach war ich vom Bart. Momo, lass mich Momo, ausreden. Momo. Ob ich mit Russ... Die haben sich richtig gestritten. Also er nicht. Er ist wirklich ruhig geblieben, muss man ihm lassen. Momo. Aber er ist wirklich wütend gewesen. Bart, danach war auch um Bart. Danach mit Nino und Bart war auch. Mit App, egal mit wem, sogar mit Jamal Berlin. Jamal ist mein Zeuge, Leute, ihr wart alle dabei. Und ich habe Bart abgemacht, danach Jamal hat gesagt, komm, ich gönn dir. Er hat nochmal verloren, auch Bart ab. Mir geht's gerade nur ums Prinzip, ich mach mein Bart so oder so ab. Ich halte mein Wort. Ihm geht es darum, dass sie eine dritte Runde machen, wo er sich zu 100% sicher ist, wo er gewinnt, damit er sein Bart auch abrasieren muss. Aber er hat doch das Recht zu sagen, nee, ich will einfach nicht. Weil warum soll er das Risiko eingehen, seinen Bart abzurasieren? Was passiert, wenn er verliert? Weißt du,
was passiert, wenn er in der dritten Runde verliert. Er kann sein Bart nicht mehr abschneiden, weil er sein Bart bereits dann halt schon abschneidet. Er hat ja schon verloren, weißt du? Er hat ja schon verloren gehabt. Deswegen, also es war total unangenehm. Okay, mega unangenehm, Bro. Notieren. Patrick, mega unangenehm. Du das? Okay, super. Viva Marokko! Viva Marokko! Marokko. Kannst du, ich kann mal was in die Kamera sagen? Ja. Okay, alle im Stream bitte abonniert Ghostwalk an Schicht 12, ja? Boah! Ja, Ghost Hunter 12, Alter, ne? Das ist aber unangenehm. Ich puste auf das Essen, was runtergefallen ist. Ja, ja, ja. Okay. Die Bakterien. Muss man tatsächlich sagen, ist wirklich so, ne? Essen fällt hin. Du denkst dir, wenn ich drauf puste, passt schon wieder. Obwohl es halt safe nichts bringt. Ich persönlich habe noch nie Ferrero gemocht. Ferrero Küsschen. Boah, Ferrero Küsschen, so ja, lecker. Raffaello, nee, da kann Raffaello, nee, Raffaello auch geil. Oder Ferrero, ja, komm mir nicht an, ey. Nein? Das. Nee, überhaupt nicht mein Ding. Boah, Ferrero, Digga. Hä? Leute, ob das der Deutschlandrekord ist, 14 Kills, es ist irgendwie viel zu viel. Oh mein Gott. Und schaut euch mal diesen Loot an, oh mein Gott. Er hat es auch schon mal. Wer von euch hat dieses TikTok hochgeladen? Real Talk, ihr könnt es jetzt zugeben. Und schaut euch mal diesen Loot an. Oh die Stimme hört sich auf jeden Fall an wie da das Durchschnittsalter hier im Chat. Dass es Frauenparkplätze gibt, weil Frauen ja so schlecht Auto fahren und einparken können. Mir wurde das zumindest früher so erklärt. Der wahre Grund für Frauenparkplätze ist aber... Hä, hey, Frauenparkplätze gibt's doch nur, damit die Unfälle da passieren und nicht im anderen Teil des Parkhauses. Ich wundere mich, warum die Baustelle von meinem Haus nicht vorankommt, die Bauarbeiter. Ja. Yeah. Ready? Yeah. Yeah. Here we go. Diese Plop-Sound, Alter. Jetzt müsste ich mir eigentlich noch ein Parkticket holen, aber man muss ja irgendwie sein Bad Boy Image aufrechterhalten. Insofern hole ich mir kein Parkticket, ist klar. Ich habe hier ein Jumjum mit Hähnchenfleisch und Protein Shake mit Vanillegeschmack. Zu mir sagt der Leute immer, erst du riechst so gut, du bist immer so frisch und so und du hast einen eigenen Trick. Jeden Tag in der Dusche, wenn ich mit Duschen tue, mache ich Selbstbefriedigung. Digga, ich habe wirklich mit allem gerechnet. Also er meinte ja, warum er so frisch ist. Ich dachte so, okay, vielleicht macht er Parfüm drauf, während er duscht und reibt sich mit Parfüm ein oder so Parfümöl. Er kommt einfach mit Wissen. Das hat ja einen Grund, nicht? Okay. Gut, tut's auch nicht. Aber es hat einen anderen Grund. Da öffnen sich die Poren und du steigst in der Dusche aus und die Poren sind noch ein bisschen offen. Dann tust du ein Parfümieren. Ey, als ich gerade eben erzählt habe, dass dieses Mädel, ne, zuguckt. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Ach so. Die hat mir geschrieben, stopp, nicht weiterreden. Und ich dachte so, okay, ich soll einfach nichts mehr, ich soll nicht erzählen. Ich soll einfach aufhören zu erzählen. Dabei hat sie jetzt gerade geschrieben, jetzt kam die ganze Zeit Werbung. Digga, ich habe aufgehört zu erzählen, weil ich dachte, okay, die will nicht, dass ich das erzähle. Dabei war es einfach nur, dass sie Werbung hatte und ich zuhören konnte. Wow, das hätte man auch tatsächlich sofort schreiben können. Ja, nicht mal Sub, Alter. Ich fasse es nicht. Und die Bohren schließen sich. Das heißt, rieche noch 20 Stunden genau noch so. Tja Leute, also wenn ihr, wenn euch das auch auf die Nerven geht, dass ihr immer Werbung bekommt, wenn ihr den Stream guckt, so, ne, das ist natürlich ehrenlos, dann einfach Ausrufezeichen Sub in den Chat oder Ausrufezeichen Prime, dann kommt ihr auf den Link und könnt auf Ehrenbrä-Basis einen Sub da lassen. Also in dem Fall, jetzt nur kann ich nur verschenken, weil es ist ja mein eigener Kanal. Und mit Prime könnt ihr sogar kostenlos abonnieren, ne? Also kann man sogar kostenlos hier keine Werbung mehr haben, ne. Zeig ihr den Clip, hier ist Sister, guck. Mein Name ist Orange Morange on Twitch. Warte mal ganz kurz. Das ist Real Talk. Ich habe noch nie mir diesen Clip angeguckt. Diesen Ausrufezeichen Prime Clip. Noch nie. Weil ich halt den Mods vertraut habe, dass sie da irgendwie eine Erklärung hinpacken, wie man Twitch Prime aktiviert. Und das ist der Clip, der da kommt, wenn man Prime macht, wo steht, ich will Sex mit dir. And I am the heftigste motherfucker in the world, Alter. And if you have Twitch Prime, sub fine. And if you not, then you are Schrott. Was? Das ist der... Ich dachte, da käme eine Erklärung, so ein auf, ja, hier ist Amazon, da kann man verknüpfen und kostenlos mit Prime abonnieren. Das ist ja einfach nur Troll. Boah, der hat 25.000 Aufrufe.
Wer war das? Digga, das fällt mir jetzt erst auf und wir haben diese Courage schon seit Jahren. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Perfekt. Jetzt weiß ich, warum so viel mit Prime haben. Die denke ich auch so, was das für ein Alter. Oh Mann. Oh Mann, Alter. Ja, ich fühle nur noch Pain. Ihre Blicke, ja, ich werde sehen. Bin so lost, doch die Vision of Frame. So aufgeschaltet, ja, es passt wie ein Game. Und ich werde sehen. Ja, ich fühle nur noch Pain. Ihre Blicke, ja, ich werde sehen. Bin so lost, doch die Vision of Frame. So aufgeschaltet, ja,